So, das geht da rein. Wenn es nicht kann, geht es da rein. Das müssen wir ausprobieren. Die verbinden sich nicht miteinander, die Pipes. Okay, den müssen wir sowieso auch abbauen. Weil der ist da an der schlechten Stelle. Das heißt, das können wir auch abbauen. Und die Chest da werden wir wahrscheinlich auch abbauen. Batbox kann weg. Und der EU-Reader kann weg. Die Chest werden wir auch abbauen müssen, weil sie da einfach im Weg steht. Aber das machen wir später, wenn mein Inventar wieder leer ist. So. So. Der kann seinen Strom von unten bekommen. Das ist eigentlich... Eigentlich ist das egal. Wir können das sogar im Boden verlegen. Das ist auch egal. Denn... Was soll's? Man muss es ja nicht so machen, dass man es versteckt. Nicht wahr? Das ist gar nicht nötig. Jetzt habe ich schon wieder einen Schlag gekriegt von dem blöden Transformator. Okay, der hat seinen Strom. Nee, ganz anders. Die kriegen ihn von der Seite. Wir machen den Export nach hinten. Ja, wir machen den Export nach hinten. Die kriegen den Strom von der Seite. Wir können es ja trotzdem so machen. Geben dem sein Dirt wieder, damit er nicht auf dem Kabel steht. Weil auf Kabeln stehen ist Sünde. Und dann machen wir das einfach so. So, wir verlegen das einfach mal im Boden. Was sehr verschwenderisch ist, aber was soll's. Okay. Und jetzt exportieren wir einfach beide nach hinten. So, das heißt, wir brauchen hier natürlich zwei Wooden Extraction Pipes. Aber da es Extraction Pipes sind, müssen die sich nicht weiter... Ah, das wäre natürlich schön, wenn hier die Kreuzung wäre. Dann könnten die da alle in einen reingehen. Das können wir auch machen. Das werden wir auch machen. Okay. Gut. Plan. Wo haben wir denn noch eine Wooden Extraction Pipe? Die craftet man doch auch in 8, oder? Oder nicht? Scheinbar nicht. Wirklich nicht? Scheinbar nicht. Okay, egal. Ich habe alles da. Wir haben hier Oakwood. Und da haben wir doch mal craftet sie in 8. Ach, ist auch egal. So. Da haben wir jedenfalls noch einen. Und dann können die mit Goldpipes zusammengefügt werden. So. Und da rein. Und seht ihr jetzt seht ihr, was ich meine. Wir wollen die hier alle miteinander verbinden an diesem einen schönen Knotenpunkt. Und dafür gehen wir einfach mit dem hier in einer schönen, vernünftigen, großen Kurve da entlang. Meine Fresse, ey. Okay, dann gehen wir hier rein. Und das kann sich dann da verbinden. Das werden wir noch ändern, wie gesagt, mit der Chest. Und dann gehen wir hier ran. Ja, das hat sich sogar richtig ausgerichtet. Sehr schön. Und daran. So, und jetzt müssen wir nur noch die miteinander verbinden. Und dann sind wir noch nicht fertig. So. So. Und so. Perfekt. Okay. Jetzt brauchen wir hier zwei Redstone Engines. Denn ich habe ja nur einen. Oh Gott. Okay. Redstone Engine. Sehr schön. Und dann brauchen wir noch einen. Und dafür sollten wir eigentlich nicht nur das Rezept haben, sondern auch dazu fähig sein, ihn gleich zu bauen. Sehr schön. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich da ein Redstone-Signal rankriege, weil das auf zwei verschiedenen Ebenen ist. Ich weiß nämlich nicht, ob der das akzeptiert. Es sieht nämlich nicht so aus. Weil ich muss ja hier einen Block dahinter setzen, um dem oberen sein Redstone-Signal zu geben. Ihr versteht? Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ja. Weil der obere wird jetzt gleich grün werden und dann rot. Aber diese Redstone-Torch bringt nichts. Das sollte jedenfalls... Ich meine, vielleicht bringt diese Redstone-Torch auch etwas von der Seite. Ich bin mir da nicht so sicher. Eigentlich sollte das egal sein? Ich weiß nicht. Wir können es herausfinden, indem wir ihm Silverdust geben. Wird nicht exportiert. Doch wird es. Ah, es ist rausgeploppt. Warum? Moment, wo ist es eben lang gegangen? Wo ist es lang gegangen? Ach, es ist nach unten gegangen.
aus purer Chance ist es nach unten gegangen. Immer ist selbstverständlich. Selbstverständlich ist es nach unten gegangen. Das wäre ja ein Wunder, wenn es die 50%ige Chance auch nur einmal von zwei Versuchen genommen hätte, nach oben zu gehen. Das wäre wirklich albern. So, jetzt muss es nach oben gehen. Okay, hast du verstanden? Jawohl. So, und du machst jetzt mal das Gleiche. Wird auch exportiert. Also die Redstone-Torches funktionieren so, wie sie angeordnet sind. Ah, okay, das müssen wir hier noch weiter abbauen. Noch weiter zurückgehen. Aber erstmal gehen wir schlafen. Meine Fresse. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob das auch funktioniert, wenn der Resourceful Furnace voll ist, dass der dann das zu den anderen Sachen extrahiert. Und dazu brauchen wir irgendein Ohr. Wir brauchen einen Export aus dem Macerator raus, um das zu überprüfen. Ja. Okay, was kann ich denn dem Macerator geben? Was denn hier in den Dingen sein soll? Der macht da Sand draus. Sehr gut. Sehr gut. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um das zu testen. Dann können wir hier Sand nehmen und tun das hier in den grünen Filter rein. Quatsch, brauchen wir doch gar nicht. Ist doch Blödsinn. Du musst es ja gar nicht filtern, wenn es in den Furnace gehen soll. Ist ja Standardvorhaben. Wir packen hier Cobblestone rein und verstopfen den hier mit irgendetwas, was er nicht verarbeiten kann. Wenn es überhaupt geht. Geht gar nicht. Dann verstopfen wir ihn mit irgendetwas, was wir nicht brauchen und was nicht schadet. So. Nee, das wollte ich ja gar nicht bei dem. Ich wollte das bei dem unteren machen. So, wir verstopfen den und gucken jetzt mal, was passiert. Wenn der hier den Sand raus exportiert, dürfte es bei dem unteren ja nicht reingehen können. Und dann müsste er den oberen wählen und es dürfte nicht rausploppen. Ja! Ja, es funktioniert! Und hier müsste jetzt Glas kommen. Da ist es. Geil! Funktioniert ganz einfach so. Wie es einfach funktioniert, ist ja fantastisch. Jetzt wäre natürlich noch ganz cool, wenn wir einen Import hätten für diese... Das kann ich ja machen. Das kann ich ja machen. Ich kann ja hier eine Pipe am besten unterirdisch machen und sagen, das ist der Import. Dann machen wir nämlich hier eine Iron Pipe draus. Oder besser gesagt, Clay, ich hatte doch eben Iron. Oder besser gesagt, wir machen sie nicht unterirdisch, sondern verlegen sie buchstäblich im Boden, damit man drüber hinwegläuft, sozusagen. Und dann sehe ich nämlich, was da passiert. Das ist gar nicht doof. Der Pesti ist nicht doof, ne? Nee, nee. So. Das können wir von mir aus... Oder... Nee, wisst ihr was? Das ist blöd. Wenn wir darüber hinweglaufen, dann stolpert man wahrscheinlich immer so ein bisschen. Wir gucken mal kurz. Wenn ich das so mache... Ja... Seht ihr, dann stolpert man immer so. Nee, das finde ich doof. Das mag der Pesti nicht. Deshalb müssen wir das doch ein bisschen tiefer machen. Ein Block tiefer, um genau zu sein. Um dort dann unsere Pipes drin zu verlegen. Sehr schön. Das wäre natürlich alles noch sehr viel schöner, wenn man das richtig in den Boden einer Basis verlegen könnte. Aber so etwas machen wir nicht. So, und es gibt doch auch so eine Pipe, die Sachen einfach durch Gravitation extrahiert, nicht wahr? Ich möchte eigentlich nicht, dass die Chest... Na gut, jetzt machen wir es doch anders. Okay. Oder nee. Doch. Ich will nicht, dass die Chest so in der Luft hängt, wenn ihr versteht. Ich will, dass die Chest schon richtig aufsteht. Aufliegt, besser gesagt. So, Oak Chest... Na, meine Güte, wie oft muss denn das noch passieren? So, Oak Chest stellen wir mal dahin. Und dann haben wir hier auf jeden Fall noch eine Menge mehr Gold Transport Pipes. Machen wir mal erstmal so. Das reicht wahrscheinlich schon. Und dann können wir hier lang gehen. So, und gehen hoch. Und da muss dann halt wieder eine Wooden Transport Pipe. Und ich glaube, hier kann man rausspringen. Doch, okay, sehr gut. So, und dann gehen wir von hier unten in die Furnaces rein. Fantastisch! Sehr gut. Dann machen wir das mit Dirt zu, bevor es jemand sieht. Ich meine, hier ist kein Creeper explodiert. Hier wird gleich, aufgepasst, Gras über die Sache wachsen. So, eine Wooden Extraction Pipe haben wir auch. So.
Dann kommt da noch ein Redstone Engine ran. Oakwood Planks brauchst du. Hä? Du hast nicht genug Oakwood Planks? Couldn't find the crafting recipe for Oakwood Planks. Achso, er braucht tatsächlich mehr. Oh nein, habe ich jetzt wirklich kein Holz mehr? Fängt das jetzt wieder an? Ich habe doch erst vor wenigen Episoden Holz abgebaut. Was ist denn damit geschehen? Was ist denn mit meinem Holz passiert? Das kann doch nicht sein. Ist doch gar nicht möglich. Na schön, egal. Das ist jetzt wirklich das kleinste Hindernis. Und euch ist hoffentlich klar, dass ich all diese Sachen, die ich jetzt gerade tue, eigentlich gar nicht tun wollte. Ich hatte eigentlich ganz andere Sachen vor, aber... Na gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass es nicht unterhaltsam war. Aber ich wollte eigentlich was anderes machen. Egal. Bam! Redstone Engine. So. Das kommt von mir aus daran. So. Und dann kommt hier hinten... Ich brauche einen Stick. Ich habe keinen Stick. So. Nimm doch mal die Seeds weg. Ich will doch nur einen Stick. So. Redstone Torch. Und dann kann der das da extrahieren. Das ist doch nicht wahr. Kann der extrahieren. Und dann tun wir dem da all die schönen Sachen rein, die in den Furnace rein sollen. So. Und das funktioniert jetzt hoffentlich. Da müssten wir gleich sehen, wie das hier reinkommt. Ja. Fantastisch. Der extrahiert das jetzt natürlich noch relativ langsam, aber das wird noch. So, jetzt hauen wir. Wir haben immer noch die Latex Processing Unit, die wir irgendwie noch irgendwo brauchen. Gunpowder, Moment. Das muss erstmal da rein. Habe ich nicht irgend... Ich habe doch noch viel mehr von dem ganzen Powder-Zeug aufgesammelt, oder nicht? Scheinbar nicht. Wie seltsam. Gunpowder, okay. Ich dachte, ich habe noch viel mehr davon. Hier ist auch Gunpowder. Elektro-Tine können wir wieder wegschmeißen. Das brauchen wir nicht. Ja, nee. Ich habe sonst nichts. Okay, das funktioniert äußerst langsam. Warum ist das so langsam? Warum ist das so langsam? Egal. Der Export ist schneller. Er ist nicht so schnell wie der Rotary Macerator, aber schneller als der Furnace produzieren kann. Wenn der Engine hier auf maximaler Leistung läuft. Und das tut er halt nicht immer von Anfang an. Also was soll's. Es ist jetzt nicht so dramatisch. Oh, wir können über den Hunger essen, um Appetit wiederherzustellen. Oder Sättigung, besser gesagt. Interessant wäre es, was passiert, wenn wir... This looks bad. Das werden wir gleich mal probieren. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich dramatisch ist, weil der Flair weggeht, wenn man das stapelt. Oh, doch. Oh, aber wenn wir es stapeln... Jetzt nehmen wir mal nur einen. Und einen, ja. This looks bad. Bop. Und jetzt ist es normal. Jetzt kann man es essen. Gar kein Problem. Also, was ich sagen wollte, es wäre interessant zu sehen, was passiert, wenn wir so eine 14 Can essen, obwohl wir keinen Platz im Inventar für eine leere 14, für eine leere Tin Can haben. Das wäre interessant, was dann passiert. So, guck mal, und schon jetzt kommt er nicht hinterher. Und jetzt der ultimative Test. Oh, ja, natürlich, es kommt ja immer noch Tin rein. Das bringt natürlich nichts. Das macht keinen Unterschied. Wir machen mal Silver davor, damit er erstmal Silver exportiert. Das ist jetzt natürlich noch ein schwacher Test, weil Tin... Ah, es funktioniert! Ah, großartig. Fantastisch. Jetzt macht das doch unten, weil er gerade fertig geworden ist. Aber es läuft. Es läuft. Und unser MFI hat ziemlich viel... Ah! Unser MFI hat ziemlich viel... Was ist denn das hier? Unser MFI hat ziemlich viel Strom. Es bleibt on top, sozusagen. Okay, cool. Das war alles sehr viel aufwendiger, als ich erwartet hatte. Okay, der ist hier tatsächlich schon leer. Sehr gut. Und den können wir mal so machen. Und dann machen wir bei dem oberen nochmal so und dann können sie gleichzeitig arbeiten. Guckt euch mal diese Effizienz an. Guck mal, was hier für Items rausgepumpt werden. Noch nie hat irgendeiner auf der ganzen Welt so viele Items mit einem Mal gesehen. Und dieser Satz stimmt bestimmt. Gut. Das ist sehr schön, das funktioniert. Fluid Essence. Ja, gut. Brauchen wir nicht unbedingt die Erfahrung. Was soll ich schon mit Erfahrung? Ich brauche keine Erfahrung. Habe ich genug.
So. Und jetzt können wir das Ding hier abreißen und die Latex Processing Unit wieder hinstellen. Die müsste... Ja, die machen wir einfach einen Block... Nee, die muss nicht einen Block weiter stehen. Die kann genau hier stehen. Das ist gar nicht nötig, dass sie einen Abstand hat. Okay, jetzt kommen wir nämlich in die Gefilde, dass ich diesen Block abbauen muss. Und dann haben wir plötzlich ein volles Inventar mit Ores. So, das müssen wir hier abbauen. Bob. Oh, passt ja sogar. Großartig. Okay, dann kommt er dahin. Dann hat er nämlich sofort seinen Strom. Und dann können wir hier die, diese Fluid Pipes können wir denn hier wieder anbauen? Hä? Wieso habe ich ein weniger als vorher? Das ist doch näher dran, die Maschine. Ich müsste doch mehr übrig haben. Transport Pipe? Wo sind denn die ganzen... Da sind noch Fluid Pipes. So, ich muss doch mehr haben als vorher. So, bam. Der hat seinen Strom. Und jetzt müssen wir hier nur noch die Chest nochmal hinstellen. Von mir aus dahin. Und dann brauchen wir noch mehr Goldpipes, von denen wir aber auch noch haben. Und die bringen wir dann hier herüber. Wunderschön. Okay. Jetzt ist das System modernisiert. Oder modernisiert oder verbessert. Wie auch immer man es nennen möchte. Gut. Sehr schön, das hat doch einigermaßen funktioniert. Jetzt ist natürlich auch der Tank leer, weil der World Anchor hat schon seit fast einer Stunde keinen Treibstoff mehr. Der hat ja nur für eine halbe Stunde. Warum funktioniert denn das hier nicht mehr? Hallo? Ich stand jetzt ziemlich lange in dem blöden Dingens hier drin. Warum geht denn das? Jetzt geht's. Ah ja, sehr interessant. Okay, also der fördert immer noch. Aber der World Anchor hatte natürlich kein Eddie World Spike hatte keinen. Ach, ich hab's ja sogar dabei. Klar, rein zufällig, weil ich alles aus dem Furnace Inventar rausgenommen habe. Okay, dann können wir das hier nämlich wieder zurückpacken, auch mit dem Stone und mit dem Glas. Kohle ist an dieser Stelle eigentlich albern? Fragezeichen? Ja, da ist ja auch kein Redstone drin. Das ist albern. Das braucht es tatsächlich nicht. Okay, dann nehmen wir das da raus, dann kommt die Kohle rein und dann kommt das da wieder zurück und das auch und füllt Tin Can und alle sind glücklich. Okay. Gut. Und wie sieht's hier aus? Glowstone und Mobius Fuel. Guck mal, das waren jetzt ungefähr anderthalb Stunden und das ist von Redstone Blocks zu Glowstone und Mobius Fuel gegangen. Wir haben hier schon 24.000 EMC und hier nochmal 33.000. Sind 60.000 EMC, das sind fast 8 Diamanten. Einfach so aus der dünnen Luft. Natürlich wollen wir diese Diamanten nutzen, um den zu upgraden. Und dann bekommt man, glaube ich, nicht mehr... Wie war denn das? Ich glaube, das steht hier. Genau, hier bekommen wir 4 EMC pro Sekunde. Hier bekommen wir 12 pro Sekunde und hier 40 pro Sekunde. Ist 10-mal so effektiv, kostet aber nicht das Zehnfache. 700.000 zu 82.000. Ist doch cool, oder? Wir können natürlich auch, wenn wir dieses ganze EMC haben, einfach den Energy Collector in den Energy Condenser tun und dann bekommen wir den dafür. Das ist am einfachsten, um den zu vervielfältigen. Dann müssen wir nicht andere Sachen aufopfern, wie ein Block of Diamond. Oder hier für den... Erstmal den Energy Collector Mark 1, Block of Diamond und nochmal Dark Matter. Nochmal Block of Diamond und drumherum nochmal Block of Diamond. Ja, ziemlich teuer. Aber gut, das soll es von diesem Mal gewesen sein. Wir haben einen guten Fortschritt gemacht. Die Basis wird immer lächerlicher. Wahrscheinlich, was Buildcraft Pipes angeht, ist das noch nicht sonderlich dramatisch. Aber ich würde mal behaupten, es ist auf diesem kleinen Raum mein bisher umfangreichstes System, was auch tatsächlich funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den zweiten Resourceful Furnace so gut einbinden können, aber da könnt ihr mal sehen. Es gab keine großen Zwischenfälle, uns ist nur einmal Kabel kaputt gegangen, aber keine Maschine explodiert. Alles richtig gemacht. Ich bin der Herr von Industrial Craft. Ich beherrsche die Mod und nicht mehr andersrum. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.